Wer kann alles Immobilieninvestor werden? Grundsätzlich sage ich, es kann jeder Immobilieninvestor werden. Es kommt nur auf die Bedingungen drauf an. Und ob du Immobilieninvestor werden kannst, das kann ich dir jetzt nicht beantworten, weil ich kenne deine Situation nicht. Aber ich kann dir sagen, was du machen kannst, um das herauszufinden. So, es gibt zwei Wege, wie man mit Banken zusammenarbeiten kann als Investor. Weg 1, du hast ein hohes Gehalt, die Bank gibt dir alles komplett, du brauchst keine Rücklagen. Weg 2, du hast kein hohes Gehalt, die Bank möchte gewisse Eigenkapitalanteile von dir haben. Gerade bei der ersten Immobilie ist es durchaus möglich, eine 110% Finanzierung über dem Kaufpreis zu realisieren, wenn man eine gute Bonität hat. Wenn du keine gute Bonität hast oder vielleicht noch Student bist, kannst du das Ganze abwickeln, indem du Eigenkapital in Form von Geld einbringst, Grundschulden einbringst oder sonst was. Ein Kumpel von mir, der relativ auch erfolgreich ist im Investmentbereich, den habe ich gefragt, wo kam dein Eigenkapital am Anfang her? Da hat er gesagt, die drei Fs, Friends, Fools and Family. Somit, ja, du kannst schon irgendwo Eigenkapital herbekommen. Wie viel du brauchst, ist natürlich immer von der Immobilie an sich abhängig. Und vielleicht brauchst du auch gar keins, wenn die Rendite überdurchschnittlich ist. Du hast kein Einkommen, kein Geld und die Rendite ist überkrass. Dann kann es sein, dass die Bank es trotzdem macht. Wenn du in der Geschäftskundenabteilung mit der Bank diskutierst, dann wird die Immobilie beleuchtet. Du als Person wirst angeschaut, aber nicht so durchleuchtet wie die Immobilie. Wenn du in der Privatkundenabteilung bist von der Bank, die schauen natürlich auf dich, weil die sind es auch gewohnt, hier mit Eigennutzern zusammenzuarbeiten. Deswegen, wer kann Investor werden? Grundsätzlich kann es jeder. Klär am besten die Randbedingungen mit deiner Bank persönlich ab. Somit, es kann ja nichts passieren, außer dass sie sagen, lieber Investor, Sie können leider nicht investieren. Aber das werden Sie wahrscheinlich nicht sagen. Die Bank will ja auch Geld loswerden aktuell. Die Banken zahlen schon teilweise Strafzinsen. Dann werden Sie sagen, okay, unter den Bedingungen können wir es machen. Oder so sehen die Randbedingungen aus. Wenn Sie dieses Einkommen haben, läuft's. Wenn Sie diese Einlagen einbringen, wie auch immer, dann läuft's. Somit klär es einfach ab mit deiner Bank. Nimm eine fiktive Immobilie als Beispiel. Und dann kannst du selber dir die Frage beantworten, kann ich das oder nicht? Wie lange brauche ich noch, bis ich ready bin? Und dann weißt du Bescheid. Verbessere deine persönliche Situation. Das würde ich jetzt mal in drei Bereiche aufteilen. Einnahmen, Ausgaben, Umfeld. Also deine Einnahmenstruktur kannst du auf jeden Fall optimieren, indem du, wenn du angestellt bist, eine Gehaltserhöhung forderst. Und ja, du kannst, Einnahmen sind jetzt, wie gesagt, noch gar nicht so wichtig. Bonität und Eigenkapital ist das Wichtige. Wie erhöht man sein Eigenkapital? Man kann alles verkaufen, was man nicht mehr braucht. Alte Klamotten, man kann Rucksäcke, alles mögliche verkaufen im Internet. Ein bisschen Eigenkapital ansammeln. Zusätzlich wird man eine Last los. Man kann natürlich zusätzlich zu seinem aktuellen Job einen Minijob annehmen. Also 400 Euro kann man noch nebenher arbeiten, kriegt man netto ausbezahlt, ein bisschen was, am besten einen chilligen Job, bei dem man ein Hörbuch hören kann, lesen kann, irgendwas nebenher machen kann. Weil wenn du eh viel liest zum Beispiel oder Hörbuch hörst, dann machst du einfach in einem Umfeld, wo du Geld dafür bekommst. Und dann kann man noch sein Einkommen verbessern, wenn man einen geilen Deal hat. Also man muss immer einen geilen Deal haben, immer, egal ob man Geld hat oder nicht. Weil wenn man einen geilen Deal hat, Immobilien-Deal, kann man Geld verdienen. Wenn du dich auskennst schon ein bisschen und weißt, okay, das ist gut, das ist schlecht. Wenn du eine geile Immobilie hast, dann kannst du dir jemand geben, einen Makler, der verkauft die. Du bekommst die Hälfte von der Provision, wenn du gut verhandelst. Oder du gibst einem Investor und der gibt dir irgendwie eine Tippgeberprovision. Solche Geschichten. Da kann man schon Einnahmen generieren, auch mit Immobilien, ohne aktiv selber drin zu sein. Der Max zum Beispiel hat mir eine Immobilie geschoben. Ich habe ihm 1000 Euro gegeben als Dankeschön, so eine Tippgeberprovision. Es war eine kleine Wohnung, von dem her denke ich, das war ganz okay. Und ja, so kannst du auch mit Leuten in deiner Stadt zusammenarbeiten. Find einfach eine geile Immobilie, dann befasst du dich schon mit dem Thema, kannst Geld verdienen, indem du ja, die weiterempfiehlst einfach. Kontakte. Mit Kontakten kann man einen Haufen Geld verdienen und User Data, Google, Facebook, das gleiche, bloß offline. Ausgaben kannst du natürlich auch noch reduzieren. Also du musst die Schere größer machen zwischen Einnahmen und Ausgaben, dass mehr hängen bleibt. Das kannst du machen, indem du Einnahmen erhöhst, wie eben besprochen, oder die Ausgaben reduzierst. Wo wohnst du? Frage Nummer 1. Wenn du es irgendwie schaffst, kostenlos zu wohnen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn man Student ist, kann man eine WG machen als Host und untervermieten.
Klar, es geht nicht einfach und niemand wird dir eine Wohnung hinschmeißen und sagen, hier, mach das und steck auch was ein. Klar, du musst was dafür tun. Low-Budget-Urlaub machen, Cash bezahlen anstatt mit Kreditkarte. Ich bin richtig krass eingestellt, was das angeht. Ich habe mir jetzt so gesagt, all the way in is all the way out. Das heißt so viel wie, ich gebe halt jetzt echt richtig viel auf dafür, dass ich halt langfristig richtig viel habe. Ein befreundeter Multimillionär hat zu mir zum Beispiel schon gesagt, Fabian, ich weiß, ich hab mal ein bisschen gestruggelt, aber man darf nie selber strugglen. Aber ich habe mal so irgendwie gestruggelt, hat eine Frage und so, ey, scheiße und so, wie geht's weiter? Dann hat er zu mir gesagt, Fabian, du durchlebst gerade eine Phase, die will vielleicht nicht jeder durchleben und keiner beneidet dich darum. Aber dafür kommst du in einen Abschnitt rein, da kann keiner rein. Also gerade muss man mal vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten überwinden, indem man halt selber auch verzichtet. Aber langfristig hat man dann so viel, das geht gar nicht für andere, die halt eben die schwierige Phase nie durchlebt haben. Short-term pain, long-term gain. Ja, so ist es, wirklich so. In der Regel ist es so. Dann kann man es kalkulierbar schaffen, auch ohne Glück. Man kann seinen Konsum runterfahren. Also stell dir immer die Frage, brauchst du das wirklich? Wenn du was kaufst, brauchst du das? Es läppert sich zusammen. Es wird immer mehr, wenn man essen geht. Muss man essen gehen oder selber kochen. Klar, gesellschaftlich manchmal muss man ein bisschen im Umfeld unterwegs sein und so, aber man muss sich immer die Frage stellen, ich frage zum Beispiel immer nach Leitungswasser, weil ob ich jetzt Leitungswasser trinke oder nicht, ist mir egal. Hauptsache, mein Durst ist gestillt. Im Flughafen zum Beispiel ist Wasser extrem teuer, habe ich einen Tipp bekommen, wieder von einem Multimillionär. Er sagt, ich bin Multimillionär und trotzdem würde ich mir nie so ein scheiß Wasser im Flughafen kaufen. Wie macht er es? Er nimmt einfach eine leere, große 1,5 Liter Flasche mit durch einen Security-Check und füllt sie drin auf. Fertig. Und da gibt es noch ein witziges Video, das werde ich hier mal einblenden, warum die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Halt viele Möglichkeiten. Bar ist noch eine Sache, wo ich empfehlen würde. Also ich mache so zum Beispiel, ich hebe 400 Euro ab und das gebe ich aus im Monat. Bar, mehr nicht. Und wenn ich Rückgeld bekomme in Form von Münzen, dann spare ich das weg und ich nehme das nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel was für 1 Euro kaufe, ich habe nur einen 20-Euro-Schein, gebe ich den hin und es kommt alles in Münzen zurück, dann scheiße. Dann kann ich es nicht, dann habe ich es halt nicht mehr. Und das regt natürlich auch an, den Euro nicht auszugeben. Also dann hat das natürlich auch wieder was mit ein bisschen Selbstdisziplin zu tun. Und da nimmt man, denkt man schon öfter drüber nach, soll ich das jetzt kaufen oder nicht. Und wenn man es dann halt ab und zu mal lässt, dann kommt am Ende des Monats, des Jahres auch ein Betrag zusammen, den man sich spart. Und es ist schon einiges dann, mehr als man denkt. Die Schufa-Score kann man sich auch noch optimieren, indem man zum Beispiel so 0% Finanzierung und solche Sachen einfach nicht macht, weil wenn sowas drinsteht in der Schufa, die Banken sehen das ein, forget it, also niemals Fernsehen finanzieren oder sonst was. Ich weiß, manche machen das, wenn du es schon gemacht hast, dann lass es einfach sein und guck, dass du solche Sachen aus deiner Schufa wieder rausbekommst. Die kannst du übrigens einmal im Jahr kostenlos auf schufa.com oder de einsehen. Und dir schicken lassen mit der Post, das ist ein Riesenpunkt, den ich weghauen würde. Wie du noch deine persönliche Situation optimieren kannst, ist, indem du dein Umfeld optimierst. Schau mal, wer sind so die Top 10 Leute, mit denen du geschrieben hast? Sind es irgendwie schon welche, die sind schon da angekommen? Oder sind es irgendwelche Leute, mit denen du immer nur so chillst und Quatsch machst und ihr nicht weiterkommt, immer noch die gleichen Themen wie vor 3 Jahren besprecht? Da kannst du schauen, dass du irgendwie Leute in dein Umfeld hier reinholst, die mindset-technisch schon deutlich weiter sind als du. Die müssen nicht ganz so weit sein, wie du es willst. Vielleicht, wenn du Milliardär werden willst, wirst du nicht sagen, hey, ich nehme jetzt einen Milliardär in mein Umfeld. Aber du kannst halt bessere Leute, die in die Richtung sich schon weiterentwickelt haben als du, in dein Umfeld reinnehmen, dich mit denen umgeben, mit denen abhängen, mit denen kommunizieren, diskutieren und so kommst du weiter, indem dein Umfeld optimierst und damit wächst du. Du bist immer der Durchschnitt von den Top 5 Leuten oder Top 10, da gibt es verschiedene Meinungen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und wenn das eben alte Schulfreunde sind, die jetzt am Band arbeiten, dann wirst du nicht weiterkommen. Und da muss man halt auch manchmal hart sein und Zöpfe abschneiden, auch wenn es Freunde sind, muss man klar, kann man nicht sagen, ich will dich nie mehr sehen oder so. Aber man kann die Zeit reduzieren und andere Leute da
hineinpacken, mit denen man mehr Zeit verbringt. Von dem her sind es so meine Top 3 Themen, wo ich dir empfehle, wie du deine persönliche Situation optimieren kannst, Einnahmen, Ausgaben und persönliches Umfeld.